Bring die Leute da weg, schnell! Bitte gehen Sie sofort weiter! Ein Riesenhuhn kommt auf uns zu! Ella, jetzt bist du dran. Führe Henrietta aus der Stadt. Turbo-Wachstum! Hallo, Henrietta! Komm mit! Ryder, was machen wir mit Ladybird? Sky, verfolge Ladybird mit dem Superflieger. Ja, ich bin der Wirbelwind-Superflughund. Superkräfte, wie bin ich nur ohne euch klargekommen? Wohin so eilig, Ladybird? Am Glockentag läuten wir die Glocke. Wir stehlen sie nicht. Ich bringe sie nur weg in meine Glitzersammlung. Das Gewalt! Hm? Oh nein! Wirbelwind! Ryder, Ladybird fliegt mit der Glocke davon. Ich nehme die Verfolgung auf. So ist es, brav. Nur noch ein kleines Stück weiter bis zu super, super leckerem Mais. Und jetzt übernehme ich! Los, komm mit! Nein, nicht Henrietta! Komm mit mir! Du bist keine gute gackernde Gehilfin. Niemand spricht in diesem Ton mit meiner Henrietta. Hände weg! Sie gehört mir! Frau Bürgermeisterin, Achtung! Oh! Dankeschön, mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Wenn uns diese furchtbare Vogelfrau doch nur in Ruhe lassen würde. Ich heiße Ladybird und ich habe noch ein paar Tricks auf Lager. Jemine, ihr neuer Trick. Henrietta, tu's nicht. Winke, gar keine Gehilfe. Winke. Super Netz. Wir müssen Ladybird davon abhalten, die Glocke zu läuten. Aber bei diesem Wind kommen wir einfach nicht näher an sie ran. Ich habe einen Plan. Wir müssen einen Weg finden, Tuck hoch in die Lüfte zu bekommen. Kann ich euch irgendwie helfen? Sky, du kommst wie gerufen. Du kannst Tuck hoch zur Glocke bringen. Tuck, kommst du irgendwie in die Glocke, ohne dass man dich sieht? Super klein, so soll es sein. Klingeling und Dingeling, bis alle weg sind, Dringeling! Schnell, Glockenturm! Los, hoch mit euch! Superwelle auf die Schnelle! Danke, Superzuma! Nichts wie weg, meine gackernde Gehilfin! Mir nach! Oh, das kannst du vergessen! Wie das glitzert. Ah! Oh nein! Die Glocke! Ja! Hab sie! Ja! Wir bringen die Glocke gleich wieder zum Läuten. Vielen Dank, Superhunde, dass ihr den Glockentag gerettet habt. Und vielen Dank, Lieblingshühnchen, dass du wieder auf Kuschelgröße geschrumpft bist. Ohohoho. Das haben wir doch gern gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Klingeln reicht. Fertig, können wir? Fertig, Rocky. Ich überlasse dir die Ehre. Total verrückt. Um mich herum wird alles kleiner. Nein. Du wirst größer und das ist deine große Superkraft. Das ist toll. Aber wo ist denn nur Tuck? Ich bin hier unten. Wie kann ich helfen, wenn ich so klein bin? Großer und kleiner Fellfreund? Glaubt mir, ich weiß schon, wie ihr beide bei dem Einsatz helfen könnt. Bürgermeisterin. Henrietta, hast du gesprochen? Nein, hier drüben. Da? Ich bin Super Tuck von den Superhunden. Und ich werde sie hier rausholen. Wie kann man das Lasernetz ausschalten? Oh, die Knöpfe sind da drüben. Aber man muss den Code kennen. Den brauche ich nicht. Oh.
Lasernetz! Oh? Tuck hat's geschafft! Ich fliege rein! Das nenne ich eine super Rettung! Danke, Superhunde! Das Nest ist zu voll mit Glitzerkram! Es rutscht runter! Ladybird, du musst da rauskommen! Aber meine Glitzersammlung! Ich muss hier raus! Wow! Super Rubble ist der Retter! Klasse, super Ella! Halten wir das fallende Nest mal gut fest. Gut gemacht, Superhunde. Danke, Ryder. Wo ist Tuck? Tuck, bitte melden. Wo bist du? Das kann ich nicht genau sagen, Ryder. Ich sitze auf der Schulter von Ladybird und sie fliegt ziemlich schnell. Wie ist sie eigentlich an die Superkräfte gekommen? Sie hat eine komische Halskette um mit einem glühenden Stein. Glühender Stein? Wenn das ein Stück vom Meteoriten ist, verleiht er ihr Superkräfte. Wie sollen wir sie einholen? Es ist Zeit für den Flieger. Was? Alles klar, jetzt nur noch aufmachen. Und das war's dann mit deinen Superkräften. Ja. Was? Meine Halskette! Mein schöner, glänzender Stein! Nein! Wow. Sie stürzen ab. Robohund, wir brauchen den Magnetstrahl. Aber du weißt, dass wir nur einen Magnetstrahl haben. Wie sollen wir damit beide auffangen? Ich fang Tuck auf und du Ladybird. Oh. Hab dich, kleiner Bruder. Danke, Ella. Wie gut, dass ich so klein bin. Ihr werdet Ladybird niemals erwischen. Oh, doch. Meine Halskette. Diese Kette gehört mir. Dir, Ryder und den Superhunden. Ihr habt mich, Henrietta und die Abenteuerbucht voll der Vogelfrau gerettet. Kein Problem, denn Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ohne die Superzwillinge hätten wir das nicht geschafft. Hat uns riesen Spaß gemacht. Und klitzekleinen Spaß. Seht mal, ich habe eine Überraschung für euch. Unsere Hundemagen. Sie waren in dem Nest. Zusammen mit all den anderen Glitzersachen. Kommt ihr noch mit in die Zentrale? Würden wir gern, aber... Wir haben noch einen wichtigen Auftrag. Wir müssen Ladybird aufhalten. Bevor sie hier noch weitere Probleme macht. Ich glaube, ich habe etwas für euch, das euch dabei helfen kann. Wahnsinn! Danke, Ryder! Willst du zuerst fahren? Lieber du. Ihr könnt sogar alle beide fahren. Versucht doch mal zu lenken. Ist ja echt total cool. Marshall, wir müssen zum Hafen, um Captain Tolpatsch und Wally aufzutauen. Dass jeder hier weiß, wenn ich komme, wird's heiß. Sky, du fliegst zu Berthold und seinem Froststrahl. Wird gemacht. Wie schön, dass endlich die Superhunde kommen. Und gleich wird es warm. Oh, danke vielmals, Superhund Marshall. Gern geschehen. François, du bist aufgetaut. Ich weiß, aber ich habe den Stillstimm-Wettbewerb gewonnen. Du sollst
solltest dich schämen, Berthold Besserwisser. Leute und ihre Handtaschenhühnchen einzufrieren ist ungezogen. Das ist nicht ungezogen, es ist genial. Solange ich den Froststrahl habe und sich die ganze Stadt nicht bewegen kann, kann mir niemand etwas vorschreiben. Halt sofort an, Berthold. Ich hab gesagt, dass mir niemand etwas vorschreiben kann. Ich hätte diese Hunde zuerst einfrieren müssen. Danke, Super Marshall. Das war echt eine krasse Abkühlung. Dieser Froststrahl hat mich so abgekühlt, dass ich immer noch meinen Atem sehe. Gefrorener Atem. Da fällt mir ein Superhund ein, den wir jetzt gut gebrauchen können. Ryder, Berthold fliegt direkt auf den Bahnhof zu. Danke, Sky. Everest, wir brauchen dich und deine Super-Eiskraft. Wenn ich komme, wird's kalt. Marshall, sobald du die Bürgermeisterin aufgetaut hast, kommst du zum Bahnhof. Das Einfrierfangen ist vorbei, Berthold. Nicht bis ich alle eingefroren habe, denn dann habe ich gewonnen. Er hat den Lokführer eingefroren. Wow! Hab dich eingefroren. Marshall, wir müssen Sky helfen. Los, spring auf. Deine Superpfoten sind wirklich super, Marshall. Ryder, pass auf Bertholds Froststrahl auf. Everest, Zeit, Eis gegen Eis zu spielen. Na, dann wollen wir mal. Hey, Leute einfrieren ist gemein. Ich muss mein Eisbürgermeistermobil verlassen. Mein Meteoritensplitter, meine Superkräfte. Ryder, der Zug ist entgleist. Und er rast direkt auf die Stadt zu. Everest, wir brauchen eine Eisrampe für den Zug. Sofort. Ich hoffe, dass das noch klappt. Robohund, wir brauchen den Supermagnetstrahl. Nächster Halt, Abenteuerbucht. Vielen Dank, Superhunde, dass ihr die Stadt und unsere Herzen erwärmt habt. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Das genügt, Kätzchen. Ich bin schon fast aufgetaut. Wo ist nur mein ungezogener Neffe geblieben? Dabei mag ich Kälte überhaupt nicht. Wo ist der Limonadenstand geblieben? Den nehme ich mit in sein neues Zuhause, Bertholdstadt. Wenn ihr Limonade wollt, müsst ihr in meine Stadt kommen. Berthold Besserwisser hat wieder Superkräfte. Und er hat seinen Riesenroboter wiedergebaut. Das ist ein Riesenproblem. Und noch schlimmer ist, dass der Roboter sowas wie einen Teleporterstrahl hat, der die Gebäude aus der Abenteuerbucht wegzaubert und woanders hinbringt. Ach ja? Und wo bringt Berthold die Gebäude hin? Keine Ahnung, aber er nennt es Bertholdstadt. Für diesen Einsatz brauchen wir Super Chase. Du suchst mit deiner Supergeschwindigkeit nach Berthold und dem Riesenroboter. Diese Superpfoten regeln das schon. Und Super Sky, du suchst aus der Luft nach den verschwundenen Gebäuden. Ich bin der Wirbelwind-Superflughund. Alles klar, die Superhunde legen los. Unsere Gebäude. Ryder, ich habe Bertholdstadt gefunden. Gleich neben der Nachbarstadt. Aber von Berthold und dem Roboter fehlt jede Spur. Gut gemacht, Sky. Such weiter nach Berthold. Super Chase, hol den Roboter mit deiner Supergeschwindigkeit ein. Er darf auf keinen Fall in die Abenteuerbucht. Alles klar.
Genau den braucht Bürgermeister Berthold noch, um Bertholdstadt zu verbessern. Stell den Spielplatz sofort dahin, wo er hingehört. Das mache ich. Nach Bertholdstadt. Und viel Glück bei dem Versuch, mich einzufangen. Ich habe nämlich einen Turboraketenantrieb. Ich weiß, was so richtig Spaß macht. Den nervenden Hunden ihre Zentrale zu klauen. Bertholdstadt wird die tollste Stadt der Welt. Leider, Bertholds Roboter fliegt so schnell, meine Supergeschwindigkeit reicht nicht. Und er fliegt zur Zentrale. Superhunde, Bertholds Roboter fliegt super schnell auf die Zentrale zu. Wenn wir ihn aufhalten wollen, brauchen wir vereinte Pfotenkraft. Bereit! Sky, versuch ihn mit deinen Pfotenwetterkräften zu stoppen. Stopp! Näher kommst du nicht ran! Du hältst mich nicht auf! Gut gemacht, Sky. Rocky, nutze deine Energiewerkzeuge und schalte den Raketenantrieb ab. Mach ich! Energiezange! Du hast die kaputt gemacht. Na, warte, das wird dir noch leid tun. Chase, vereinte Pfotenkraft mit Ultrabellen. Woher haben sie diese coolen Superkräfte? Ich meine ihre nicht so tollen Superkräfte. Nichts wie weg hier. Marshall, volle Pfotenkraft mit Supersprung. Ich kann nichts sehen. Wo ist der Knopf für den Scheibenwischer? Marshall bremst ihn aus. Sein Antrieb ist ein Meteoritenstück in seinem Rückenfach. Holen wir es raus und schalten den Roboter aus. Nutzt den Schwebemodus der Fahrzeuge. Deine Reise endet hier, Superhund. Bertholdstadt! Erwischt! Und jetzt stoppen wir den Roboter! Bürgermeister Berthold ist zu Hause und kein Kläffer ist in sich! Was? Ich setze diese nervigen Hunde am Nordpol aus! Das war knapp! Rubble, Zeit, den Riesenroboter auszubremsen! Rasende Kugel! Ha, erwischt! Das ist gemein! Bertholdstadt sollte die tollste Stadt der Welt werden! Ich glaube, der gehört mir! Möchte gern Bürgermeister Leffe. Na komm, Kätzchen, wir gehen auf Hutstibitz-Tour! Ein super Dankeschön, Superhunde. Das haben wir gern gemacht. Wenn Ihre Stadt nochmal verschwindet, ein Anruf reicht. Super Besserwisser Markelchen. Ich habe ein Kätzchen. Ich habe ein Kätzchen. Nämlich in der zweiten Reihe geparkt. Rubble, du bist stark genug, um das Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Wird gemacht. Ryder. Hallo, Kathi. Der Superbesserwisser hat Penny und Katzi in einen Wohnwagen gesteckt und ist weggefahren. Wir werden ihn finden. Los, kommt. Oh, Miezekatzen. Große Miezekatzen. Besserwisser ist bombastisch groß. Rubble, kümmere dich um die Tiger. Rubble ist der Retter. Böser Wauwau. Chase, der Wohnwagen. Energienetz. Die Tür klemmt.
Sie sind jedenfalls gut aufgehoben. Wieso geht die Tür nicht auf? Schöne Katzen. Er hat die Tiger. Los, hinterher! Hallo, Kätzchen. Ich hab euch Freunde mitgebracht. Ah, mein Kätzchen. Oh, komm zurück. Ich halte ihn mit meinem Energienetz auf. Bitte, Kätzchen. Chase, fahr ihm nach. Wo kommt der Tiger her? Oh nein. Achtung. Rocky, ich brauch dich sofort bei Herrn Pfeffer. Rocky, Rock. Gut gemacht, Rocky. Darin sind die Tiger erstmal sicher aufgehoben. Selbst große Katzen müssen mal ein Nickerchen machen. Ryder, bitte komm. Superbesserwisser flieht in die Berge. Alles klar, bin unterwegs. Mein Kätzchen, mein Kätzchen. Bürgermeister Besserwisser, halt! Oh. Ich fange ihn mit meinem Netz. Miete Katze! Herr Bürgermeister, ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie hopsen. Oh, was ist passiert? Eine Schlucht! Ah, ein Tiger! Hilfe! Hilfe! Ryder, ich kann mit meinem Netz nur einen auffangen. Was soll ich tun? Ich werde Hilfe rufen und du spannst dein Netz unter den Baumstamm, wie ein Sicherheitsnetz. So fängt es beide auf, wenn sie runterfallen. Pfotenstarke Idee, Ryder! Energienetz! Sky, wir brauchen sofort deine Hilfe in der Schlucht. Ich bin der Wirbelwind Superflughund! Keine Sorge, Herr Bürgermeister. Hilfe ist unterwegs. Hier hat wenigstens einer die Ruhe weg. Super Wirbelkraft! Mich zuerst! Mich zu... Sky, wir müssen den Tiger zum Zug zurückbringen, bevor er wegläuft. Verstanden, Ryder! Oh, ein fliegender Tiger! Der Zug steht bereit, die Fahrt kann losgehen! Ich soll das hochgehoben haben? Dann war ich ein mächtig starker Bürgermeister. Katzi, Penny! Vielen Dank, Superhunde! Haben wir gern gemacht. Ihr wisst ja, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Miauen reicht. Und für diese Großkatzen geht es nun zurück in die Freiheit. Brave Kätzchen. Noch mehr Tiger? Nein, das sind doch bloß Ihre Katzen, Herr Bürgermeister. Ja, natürlich. Oh. Kater! Meteorit, den du vom Himmel holen willst, ist so groß, er wird die ganze Stadt begraben. Er wird die ganze Stadt begraben. Sobald ich den Riesenmeteoriten in meinen Pfoten habe, habe ich sogar noch viel größere Superkräfte als ihr Superhunde. Freu dich mal nicht so früh. Superhunden werde ich leicht fertig. So schnell! Wir müssen zurück in unsere Schwebeautos. Kein Hund drängt sich zwischen mich und meinen Riesenmeteoriten. Ryder, was sollen wir jetzt tun? Solange diese Katze dieselben Kräfte hat wie wir, können wir sie nicht aufhalten. Doch können wir, weil wir nämlich als Team zusammenarbeiten werden. Ja, wir sind ein Team. Wir halten zusammen. Genau. Die vereinten Pfoten geben uns neue Kraft. Ja, stimmt. Ich fühle volle Pfotenkraft.
Das war unglaublich, Chase. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, woher das kommt. Als du und Marshall euch abgeklatscht habt, habt ihr eure Superpfoten vereint und neue Superkräfte erhalten. Wirklich? Ich versuch's mal. Mit dieser vollen Pfotenkraft brauche ich keine Leiter. Damit gelingt es uns, den Meteoriten und den bösen Kater aufzuhalten. Die Superhelfer mit vereinten Pfotenkräften legen los. Gleich gehört der Meteorit mir. Du meintest wohl, gleich gehört er uns. Oh, ja, also wenn du mit uns mir meinst. Vereinte Pfotenkraft. Du meinst unser Meteorit. Du meinst unser Meteorit. Sei nicht traurig, Partner. Du hast ja immer noch diesen super stabilen Turm. Hoppla, ich wusste gar nicht, dass ich Superstärke habe. Leg wohl nach, Machbengel. Warte auf mich und auf meine Kätzchen. Der Turm stürzt gleich ein. Superhunde, volle Pfotenkraft. Wahnsinn, ich hab den Röntgenblick. Hilfe! Ich kann durch den Turm hindurch sehen. Ryder, der Bürgermeister und die Kätzchen sind noch auf dem Turm. Wahnsinn, ich kann das Wetter ändern. Ich weiß was, damit der Turm nicht umfällt. Sky! Oh nein! Ich glaube, der Turm ist doch nicht so stabil, wie wir gedacht haben, Kätzchen. Superblase! Gefangen, Kumpel! Nachmach, Kumpel. Das finde ich gar nicht so schlecht. Stürzt auf unsere Zentrale. Rasende Kugel, los! Oh-oh! Aufgefangen! Meine goldigen Kätzchen, wir sind gerettet! Glück gehabt, Ihnen ist nichts passiert. Warum waren Sie der Gehilfe der bösen Katze? Das war ich nicht. Und warum tragen Sie dann das gleiche Kostüm? Gut, bringen wir das Teleskop zur Sternwarte zurück. Wie Sie sehen, Tilly, sind die Leute total begeistert von dem Sternschnuppenregen. Und was sagen Sie dazu, dass die Superhunde verhindert haben, dass der Riesenturm auf die Abenteuerbucht fällt? Riesen? Turm? Ich freue mich, dass ihr das Teleskop rechtzeitig zurückgebracht habt. Wenn mal wieder ein Superbösewicht ihr Teleskop klaut, ein Anruf reicht. Wer war der böse Kater überhaupt? Keine Ahnung, Chase. Aber ich fürchte, dass wir ihn wiedersehen werden. Kater Kian, du hast doch nicht etwa die tollste Geschichte aller Zeiten verschlafen. Aber andererseits wäre es für ein Kätzchen zu gefährlich gewesen. Spur von Lady Bird oder den Leibwächterstatuen. Sie stibitzen bestimmt noch mehr Glitzersachen. Zuma, bringen wir die Flunder wieder an ihren Platz. Das machen wir mit einer Superwelle auf die Schnelle. Also dann, Wasserturm. Abholung gefällig? Oh, vielen Dank, Super Robin. Immer mehr Glitzerzeug für meine Glitzersammlung. Hey, wo ist mein Wasserturm? Und wo ist mein glänzendes Boot? Her mit der goldenen Lupo-Statue, Lady Bird. Oh, war ja klar, dass ihr lästigen Superhunde das ausgeheckt habt. Lass sie nicht in mein neues Museumsversteck. Mit meinem Rambock komme ich da rein. Ich weiß, aber wir dürfen im Museum nichts kaputt machen. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, wie wir Lady Bird dazu kriegen, rauszukommen. Naja, sie mag glänzende Statuen. Und wenn wir eine super große haben, kommt sie bestimmt raus. Das bringt mich auf eine Idee. Schnell, Superhunde, kommt alle zum Museum. Probehund, bring sie im Superjet her.
Also aufgepasst, Superhunde, wir locken Ladybird mit der größten glänzenden Statue, die sie je gesehen hat, aus dem Museum heraus und holen uns die goldene Lupo-Statue zurück. Ein unglaublich super toller Plan. Aber wir haben keine größte glänzende Statue. Lassen wir uns überraschen. Robohund bringt uns mit dem Superjet in die Wüste. Alles klar, Ryder. Aber wie erfährt Ladybird von der riesengroßen Statue? Genau da kommt Tuck ins Spiel. Kannst du dich an den Leibwächtern vorbeischleichen und durch das Schlüsselloch schlüpfen? Super klein, so soll es sein. Sehr gut, und so geht es danach weiter. Oh, du glänzt schön und kläffst nicht immer zu. Wie bist du hier eingekommen? Hallo Lady Bird, ich bin hier, um unsere goldene Lupo-Statue zurückzuholen. Niemals! Das ist Lady Birds bester Freund. Wächter, schnappt ihn euch! Tja, dann wirst du wohl niemals die große edelsteinbesetzte Statue bekommen, die wir in der Wüste gefunden haben. Ihr sollt ihn euch schnappen! Moment, was? Ihr habt eine edelsteinbesetzte Statue in der Wüste gefunden? Oh nein, so ein Mist. Ich habe versprochen, es nicht zu verraten. Hast du aber? Haltet ihn fest, bis ich die Riesenstatue gefunden habe! Ah, vergesst diesen Schrumpfhund! Tür aufmachen! Kann losgehen, Ryder. Unser Plan läuft wie geschmiert. Es kann doch nicht so schwer sein, eine edelsteinbesetzte Statue in der Wüste zu finden. Sie ist wirklich riesig. Wie schön sie glitzert. Die muss ich haben. Bring die Statue in mein Museumsversteck. Erwischt, Lady Bird. Das ist doch... Du bist gar keine Statue. Nein, ich bin ein Superhund. Und jetzt würden wir gern die goldene Lupo-Statue zurückhaben. Ihr werdet Lady Bird niemals erwischen. Ella, fertig? Zeit, Großes zu tun! Was? Die nehme ich! Nein! Wenn ihr mir die Statue wegnehmt, habe ich keine Superkräfte mehr! Oh oh! Chase, rette Lady Bird und Tuck! Energienetz! Was? Das war knapp! Gerade noch mal gut gegangen, danke. Wächter, beschützt mich! Schnappt sie euch! Wächter? Oh, natürlich! Aber Lady Bird kommt wieder! Ich danke euch von Herzen, Paw Patrol. Ihr habt unsere kostbare Museumsausstellung gerettet. Gern geschehen. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Nicht schon wieder! Und wie gefällt euch mein super Anzug? Die Ritterrüstung. Keine Sorge, die Superhunde sind bereits da. Los, ärgert sie, Komplizen. Nicht so nah rankommen. Ich bin super allergisch. Oh, was für schnuckelige, knuddelige, frische kleine Kätzchen. Pfoten weg von meinem Fahrzeug. Reicht. Jetzt ist Schluss mit lustig. Wir schalten den Laser aus. Und so sieht der Punktestand aus. Bertholds Komplizen miezen 2. Ryders Versagerhunde 0. Wir müssen Berthold irgendwie stoppen, Superhunde. Aber diese Superkatzen kommen uns dauernd in die Quere, Ryder. Ja, aber ich habe eine Idee. Rocky, wir brauchen dich und deine Energiewerkzeuge schnell. Rocky, Rock. Was brauchst du, Ryder? Das beste Katzenspielzeug, das dir einfällt. Und während sie abgelenkt sind, schalten wir Bertholds Laser aus. Ein super Katzenspielzeug kommt sofort. Und fertig. Toll, das werden die Kätzchen sicher lieben. Hey, wo wollt ihr hin? Unsere Chance. Meinst du, du schaffst es, vor ihm an der Klippe zu sein? Und ab. Ich zeig's dir schnell. Kätzchen, vergesst die dumme Spielzeugmaus. Und stopp den Hund.
In dieser Stadt wird es gleich richtig nass. Ich weiß, was wir machen. Wenn wir die Satellitenschüssel vom Superturm direkt vor den Laserstrahl halten, wird er zurückgeworfen und zerstört sich selbst. Hier, Sky. Dann fangen wir mal den Laserstrahl ein. Es fehlen nur noch ein paar Meter und meine Insel... Kommt ihr dazu, schon wieder meinen Plan zu zerstören? Kein Problem, ich werde ihn reparieren. Hä? Wo sind meine Kräfte? Komplizenmietzen repariert ihn sofort. Eure sind auch futsch? Ich verstehe das nicht. Ich habe das Meteoritenstück hier in meiner... Hey, wo ist es hin? Ryder, Berthold und die Katzen haben ihre Superkräfte verloren. Auseinander. Wir müssen ihn zusammenhalten, sonst schwimmt die Stadt weg. Das schaffen wir nicht mehr. Es tut mir so leid. Ich habe gehört, die Stadt braucht eine Rettungshund. Supermarschall. Dann leg mal los. Es funktioniert. Es muss doch irgendwo hier sein. Oh, Neffe, du musst mit deinen Superhänden meinen fahrenden Katzenkorb reparieren. Das kann ich nicht. Ich habe meine Superkräfte verloren. Mein Meteoritenstück! Ah. Nein, Kästchen, nicht! Wenigstens habe ich noch mein Neffenbürgermeistermobil. Ja, ich hab wenigstens noch meinen Hut. Hilfe! Vielen Dank, Superhunde. Endlich ist in der Abenteuerbucht wieder alles normal. Gern geschehen. Wenn freche Superkatzen mal wieder Schaden anrichten, ein Anruf frei. Kann losgehen. Energiehammer. Wahnsinn! Die Kuppel hat dieselben Kräfte wie mein Energiehammer. Benutz deinen Rambock, Rubble. Hilfe! Wirklich enttäuschend, diese über alles gelobte Paw Patrol. Wie können wir die Kuppel durchbrechen, wenn sie Superkräfte hat wie wir? Es muss noch einen anderen Weg geben. Super Sky, flieg über die Kuppel und versuch einen Eingang zu finden. Ich bin der Wirbelwind Superflughund. Warum bekommen die Gehilfen immer die unheimlichsten Aufgaben? Oh nein, 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 nein! Seht nur, das ist Super Sky! Sie holt uns hier raus! Einfach unglaublich! Gibt es irgendwas, das die Superhunde nicht können? Ja, allerdings, sie können nicht rein. Sky, hast du den Eingang gefunden? Noch nicht! Ich versuche näher ranzukommen! Ah! Hä? Wo ist der Wirbelwind hergekommen? Der böse Kater! Ich hätte es wissen müssen! Denk immer dran, alles, was du kannst, kann ich auch! Ich habe nämlich Superkräfte! Gut gefangen! Danke, Ryder! Was ist denn dort oben passiert? Der böse Kater hat die Kuppel gemacht! Ach, darum hat er Superkräfte wie meine Energiewerkzeuge. Oh, oh, seht nur, er haut ab. Wir kriegen ihn. Chase, Zuma, Marshall, springt in eure Schwebeautos und los, los, los. Der böse Kater ist irgendwo oben auf der Kuppel. Es ist Zeit für den Schwebemodus. Wo ist er hin? Ich wette, er ist schon drin. Es muss einen versteckten Eingang geben. Ich habe einen anderen Eingang gefunden. Unter
Zuma, Marshall, Zeit für vereinte Pfotenkräfte. Und wir berichten immer noch aus dem Inneren der Kuppel. Los geht's. Alle mal hergehört, Bewohner der Abenteuerbucht. Unter dieser Energiekuppel aus Energie kann ich alles machen, was ich will. Und nichts und niemand kommt rein oder raus. Noch nicht einmal eure tollen Superhunde. Ryder, ich bin jetzt unter der Kuppel. Und der böse Kater ist direkt vor mir. Nicht mehr lange. Lass dich nicht abhängen, Zuma. Chase, Rubble, haltet die Augen offen. Wenn wir ihn drinnen verfolgen, zeigt er uns den Ausgang. Ich bin direkt hinter ihm. Dann werde ich mal davon düsen. Da ist er. Und da ist der Eingang. Und jetzt ist es soweit. Vereinte Pfotenkräfte. Achtung, rasende Kugel. Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr uns von diesem bösen Kater befreit habt. Gern geschehen. Wenn sie wieder mal unter einer Kuppel eingesperrt sind, ein Anruf reicht. Und danke für den Kuchen, Herr Pfeffer. Hab ich das Wort Kuchen gehört? Tut mir leid. Das letzte Stück haben Tilly und ihr Kater bekommen. Oh. Na sag mal, Katakien, willst du denn gar keinen Kuchen? Hier, bitte, Herr Bürgermeister. Oh. Licht. Wow, Apollo, du steckst in einer verzwickten Lage. Wir helfen dir. Leiter. Okay, Rocky. Los, du entwirrst Apollo. Ja! Danke, Rocky. Und gerade rechtzeitig, mein Supergehör empfängt nämlich die Schwingung vom Spinnenkönig. Rubble, schnell, hol deinen Bagger und schieb die Felsbrocken vor den Tunnel. Beeil dich! Auf geht's, Kumpel! Ich hab ihn abgeklatscht, mein Helden! Die Pfote wasch ich ganz sicher nie wieder. Gemacht, Freunde. Juhu! Ja! Oh, der Spinnenkönig ist stärker, als wir dachten. Rocky und Rubble, helft Sky, die restlichen Häschen wegzubringen. Klar, ich mag süße kleine Putzi-Wutzi-Häschen sowieso lieber als fiese alte Spinnen. Jetzt haben wir alle Häschen. Ich heb jetzt ab! So, jetzt geht es los. Bereit, Fellfreunde? Ich habe alle Spinnennetze aufgerollt. Sie sind jetzt einsatzbereit. Wow, die funktionieren bestimmt klasse. Chase, bist du soweit? Wuh! Tennisballkanone! Wasserdüsen. Superheldenpose. Mein Freund Rubble und ich haben die Barriere extra stark gemacht. Spinnenkönig, da kommst du niemals durch. Vielleicht hat er es nicht richtig verstanden. Rocky und Rubble, fangt die Spinne mit ihrer eigenen Klebefalle. Setze Spinnenkugeln ein. Apollo, du bist dran. Coco, krieg mich doch. Der gibt nicht auf. Wir brauchen etwas, das noch mehr klebt.
Rubble, ich weiß, dass du Angst vor Spinnen hast und der Spinnenkönig ist die größte von allen. Aber kommst du nahe genug an ihn ran, um die Felsplatte von der Teergrube zu schieben? Ist ja nur eine Spinne. Und schließlich bin ich Super Rubble! Hab keine Angst. Ist bloß ein gigantischer Spinnenkönig. Hierher, Spinnenkönig. Wir schaffen es, Rubble. Du kriegst mich nicht, Spinnenkönig. Gut gemacht, Freunde. Lasst uns von hier verschwinden. Durch diese Felsen kommt der Spinnenkönig bestimmt nicht so schnell durch. Das habt ihr echt toll gemacht. Ihr wart wirklich alle Superhunde.